Ja, dann ganz herzlichen Dank an Rainer Faust. Wir werden diese Ergebnisse, auch einige der Thesen hier auf jeden Fall diskutieren mit denjenigen, die es betrifft, mit denjenigen, über die geforscht wurde und mal diskutieren, ob sie sich wiederfinden in ihren Ergebnissen oder auch nicht und mal schauen, wie man diese Debatte nicht nur auf die Vergangenheit bezogen führen kann, sondern wie man sie vielleicht auch auf die nächsten 30 Jahre bezogen führen kann. Ja. Rainer Faust sitzt ganz außen, haben Sie schon kennengelernt. Annika Liebert auf meiner rechten Seite von Fridays for Future in Erfurt. Marike Reimann von Z und Ina Reber von der IG Metall in Chemnitz. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, ein ganz kurzes persönliches Wort dazu. Sie hatten es eben ja schon gesehen. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, hier heute mit Ihnen zu diskutieren, weil es auch so ein bisschen ein Herzensthema ist, was mich schon lange begleitet. Eigentlich schon seit meiner Kindheit, weil ich in Osthessen aufgewachsen bin. Auch da sagt man drüber, das ist der Osten vom Westen. Ich bin ganz froh zu hören, dass man das auch über Rheinland-Pfalz sagt. Da fühlt man sich nicht mehr so alleine. Aber es hat auch in unserer Region in meiner Kindheit in den 80ern auch immer eine Rolle gespielt, dass dort diese Mauer stand, die dann auch die Wege nach Osten versperrt hat, die mich als Kind auch sehr beschäftigt hat, weil ich mir das nicht richtig erklären konnte und auch mit ein Grund war, warum ich dann explizit auch nach Leipzig zum Studieren gegangen bin. Deswegen freue ich mich sehr und möchte jetzt noch mal diese Leitfrage aufnehmen, die Rainer Faust hier aufgeworfen hat, mit dem kurzen Hinweis, wir haben uns eben ganz spontan dazu entschieden, hier auf dem Podium einfach mit dem Du weiterzumachen, weil wir alle maximal an der 40 nagen von der einen oder der anderen Seite oder auch definitiv. Rainer, ich sage jetzt nicht, wer von uns an der 40 von oben nagt. Aber wir haben uns jetzt spontan darauf geeinigt, wenn es jetzt von Ihrer Seite aus nicht vehementen Widerspruch gibt und Sie das gar nicht möchten, dann würden wir einfach so fortfahren. Und ich möchte die Leitfrage jetzt mal aufnehmen, die Rainer aufgeworfen hatte, im vereinten Deutschland geboren, in den Einstellungen gespalten, Fragezeichen. Ich möchte jetzt mal die Studie diskutieren mit der Frage, wo findet ihr euch eigentlich wieder und wo würdet ihr sagen, Mensch, da geht es überhaupt nicht, da fühle ich mich völlig missverstanden. Da hat Rainer vielleicht die falschen Leute gefragt. Ina, wo würdest du den Punkt setzen, wo du sagst, ja, da hat Rainer recht, das trifft so die Einstellung, die du selber in dir trägst, aber die dir ja auch zum Beispiel an der Uni oder auch vorher bei deiner Ausbildung im Betrieb begegnet sind. Geht das hier einfach so? Ja. Also ich würde sagen, dass die Studie mein Umfeld und meine Erfahrungen sehr unterstreicht. Also ich kann ihm wirklich in keinem Punkt so richtig widersprechen und würde ihm auch sehr in seinen Fazitthesen voll unterstreichen. Ich nehme das auch so in meinem Umfeld wahr oder habe das auch immer so wahrgenommen, dass eben diese Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in der Region echt trübsalblasend war und man sich immer irgendwie mies behandelt gefühlt hat aus Richtung Westen und das wirklich auch von der DDR-Generation in unsere Generation auch weitergetragen wurde. Wenn du jetzt sagst DDR-Generation, welche Generation meinst du damit? Sind es diejenigen, die vielleicht schon Abitur hatten, als die deutsche Einheit kam, oder sind es diejenigen, die als Generation Mauer beschrieben wurden, die so 25 Jahre in der DDR, dann 25 Jahre Wiedervereinigung miterlebt haben? Wen meinst du damit? Wen also betrifft das so deiner Ansicht nach am meisten? Für mich sind es ja vorrangig meine Eltern. Die haben beide in der DDR richtig gelebt und auch gearbeitet. Und dann gibt es ja noch die Generation, die nur in der DDR aufgewachsen sind, die immer sehr positiv über die DDR reden und die auch die DDR, würde ich sagen, verteidigen in vielen Punkten, weil es einfach wahrscheinlich auch eine schöne Kindheit war. Dem würde ich gar nicht widersprechen. Und beide Generationen reden immer noch auch über die DDR und machen das für uns noch präsent. Definitiv, ja. Wie hat dich das denn geprägt? Hattest du dann irgendwann, du hast ja eben gesagt, ja, es ist ein durchaus ein positives Bild von der DDR, aber auch ein negatives Bild, was dann von der Region, vom aktuellen Zustand, vom Status quo gezeichnet wird. Wie hast du denn dann angefangen, dich dieser Frage zu nähern und vielleicht halt auch mal zu sagen, Mensch, ich meine, das ist ja eigentlich so generationentechnisch ein völlig normaler Zustand, dass man auch sagt, Mensch, die Elterngeneration, ich mache da jetzt mal ein dickes Fragezeichen dran, was ihr mir eigentlich erzählen wollt. Also ich sag mal, als Jugendliche habe ich da noch nicht so viele Fragezeichen
gesetzt, weil ich habe ja erstmal nur gesammelt, ich war im Sammelmodus von Meinungen. Und also bei uns zu Hause war es tatsächlich auch nicht so präsent, das Thema. Ich habe das dann erst hier im Osten eher präsent gehabt durch ältere Leute, dann auch durch die Arbeit, wo dann immer mehr Meinungen dazu kamen über die DDR. Also mein Vater, muss ich sagen, und meine Mutter, die haben das sehr, ja, vielleicht stiefmütterlich behandelt. Also die wollten mich dort nicht beeinflussen. Es gab immer mal Dinge, die zu Wort kamen, die waren gut. Und dann gab es auch immer mal ein paar Dinge, dass es halt eben auch eine echt schlimme Zeit auch teilweise war, dass es halt vieles nicht gab. Und dass die Dinge einfach erschwert haben, das normale Leben, das private Leben, sage ich mal. Ja, aber die haben trotzdem ihren Stiefel gemacht, sage ich immer. Und ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du dann aus diesem Sammelmodus, wie du es eben beschrieben hast, dann vielleicht in den Frage- oder Konfrontationsmodus gegangen bist? Also definitiv, als ich dann von zu Hause rausgegangen bin mit 18, nach dem Abitur und mein eigenes Leben gestartet habe. Also dort habe ich mich abgenabelt und habe dann einfach auch mehr Wissen gehabt und mein eigenes Wissen erweitert und konnte dann auch andere Fragen stellen, einfach gezielter, und habe auch die Prozesse irgendwo ein bisschen besser verstanden als in der Schule damals, ja. Also das war dann deine Ausbildung, die du gemacht genau, hast als Mechatronikerin? Genau, die Ausbildung, die IG Metall, dort ging das eigentlich los, ja. Annika, ich würde gerne mit dir mal weitermachen. Wir haben ja im Vorgespräch festgestellt, dass wir tatsächlich aus einer total ähnlichen Gegend kommen. Ich glaube, wir sind so vielleicht so 10, 15 Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen. Deswegen freut es mich sehr, dass du heute hierher gekommen bist. Du bringst ja eine Perspektive mit. Du bist im Vereinigten Deutschland geboren, 1998 in Osthessen, in der Nähe von Fulda, bist jetzt aber in Erfurt zum Studieren, wie Herr Le Grand schon gesagt hat, und bei Fridays for Future aktiv. Das sind so deine Koordinaten. Wie blickst du denn auf diese Studie, auf diese Selbstdefinition, die jetzt nicht nur von Ostdeutschen gezeichnet wurde, sondern auch von den Westdeutschen, die dort aufgetaucht sind? Also ich finde es tatsächlich ganz interessant, auch wie Ina das eben schon beschrieben hat, die Ergebnisse, die da in der Studie herauskamen. Denn gerade jetzt in meiner Zeit bei Fridays for Future beschäftige ich mich viel auch mit dem Thema Ost-West. Wir hatten in Thüringen die Landtagswahlen vor ein paar Wochen, und gerade da war das für uns wieder ein Thema. Müssen wir hier im Osten zum Beispiel härter arbeiten, zum Beispiel als Klimaaktivistin, um unser Thema hier positiv zu besetzen? Wie schaffen wir es, auch solche Themen hier besser zu etablieren? Und das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich mich gefragt habe, wo sind da noch wirklich die Unterschiede? Weil für mich so aus dem Westen kommend, dann für mich war das kein Ding, sage ich mal, in den Osten zu ziehen. Also für mich war das eine Normalität, die Grenze ist nicht da, ich habe es nicht anders kennengelernt. Aber gerade als ich angefangen habe, mich stärker mit dem Thema hier zu beschäftigen, wenn man anfängt, zum Beispiel mal Demonstrationen in kleineren ländlichen Orten in Thüringen, wo in der Nähe keine größere Stadt ist, zu organisieren, da merkt man tatsächlich, dass Menschen anders über die Vergangenheit denken. Und gerade diese Studie hat ja herausgestellt, dass es viel um Ungleichheitsgefühle geht, um Ungerechtigkeitsgefühle. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der wirklich einen Unterschied macht, weil man da wirklich auch sieht, auch noch bei der jungen Generation, das Ungerechtigkeitsgefühl bleibt bestehen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr über deine Arbeit bei Fridays for Future herausfinden. Ist das, wie wird das denn wahrgenommen? Wird das wahrgenommen so als auch ein Projekt, was auch wirklich in Thüringen zu Hause ist, oder wird es gesehen eher so als politischer Westimport? Seid ihr am Ende vielleicht alles Studentinnen und Studenten, die aus dem Westen kommen, in Erfurt gelandet seid? Oder wie ist so eure Gruppe zusammengesetzt? Und wie wird dieses Thema dann auch bei euch mal diskutiert? Also in der Gruppe, glaube ich, sind wir ganz gut verteilt. Also wir sind viele Studierende, wir sind viele SchülerInnen bei uns in der Gruppe. Die SchülerInnen meistens auch im Osten geboren, viele von den Studis auch in den Osten gezogen. Das heißt, wir haben da durchaus ganz verschiedene Perspektiven, und wir haben natürlich auch in Vorbereitung hier auf die Podiumsdiskussion uns da ein bisschen drüber unterhalten. Und was mir da aufgefallen ist, dass zum Beispiel viele junge Leute, die im Ostdeutschland aufgewachsen sind, sagen,
Für mich persönlich macht es keinen großen Unterschied, ob ich aus Ostdeutschland komme oder aus Westdeutschland. Und die das auch jetzt in ihrer Arbeit bei Fridays for Future vielleicht stärker gemerkt haben, weil wir uns da viel mit dem Thema, wie gesagt, in den letzten Wochen beschäftigt haben. Das heißt, wir haben durchaus verschiedene Perspektiven und wir versuchen auch, solche Perspektiven zu diversifizieren. Das heißt, dass wir auch zum Beispiel in unserer Pressearbeit, in unserer Öffentlichkeitsarbeit Menschen mit verschiedenen Hintergründen positionieren und da auch auf Osten und Westen einzugehen. Mhm. Nochmal eine Frage, wie hat denn dein Umfeld da in der Nähe von Fulda eigentlich darauf reagiert, als du gesagt hast, du gehst jetzt nach Erfurt studieren? War das irgendwie so nach dem Motto, hey, Erfurt, wow, voll die schöne Stadt, total hübsch und super gut angebunden mit dem ICE? Oder gab es da vielleicht auch auf der anderen Seite Fragezeichen, vielleicht sogar Vorbehalte? Also unter den jüngeren Leuten, glaube ich, war das für die meisten ja ziemlich normal. Von vielen älteren Leuten, gerade aus der Verwandtschaft, habe ich dann häufig gehört, wie sie damals mal drüben waren und was das für eine Stadt war und wie es da aussah. Und auch jetzt, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie durch die Stadt gehe, dann sagen sie mir, wie das da damals aussah und so weiter. Bei den jüngeren Leuten ist es, glaube ich, nicht so sehr ein Thema gewesen, aber ich habe schon festgestellt, dass viele auch trotz dessen, dass es ja zwischen Fulda und Erfurt sind es ungefähr 170 Kilometer, hat mich dann doch überrascht, dass viele Leute noch nie in Erfurt waren. Mhm. Alles klar. Marieke, ich würde gerne mit dir mal weitermachen, mit dem Blick auf die Studie und eigentlich gerne noch mal von dir ein bisschen wissen, wo würdest du denn sagen, das ist eine Frage, die vielleicht vergessen wurde in dieser Studie oder das ist eine Leerstelle, die du in der Studie sehen würdest? Ich kann da gar nicht sagen, dass was vergessen wurde. Ich finde die Studie sehr gut, die da gemacht wurde und die Ergebnisse auch wenig überraschend, muss ich sagen. Also das ist das, was ich auch durch meine Arbeit bei Z weiß, wie auf bestimmte Themeninhalte reagiert wird und das, was wir auch in unserer Community so wahrnehmen. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass irgendwas vergessen wurde. Im Gegenteil, sie zeigt nochmal sehr klar und deutlich aus einer wissenschaftlichen Perspektive das, was man immer so ein bisschen ahnt. Mhm. Hast du denn das Gefühl, beziehungsweise ich finde es von außen ja eigentlich ganz interessant, wenn man jetzt auch mal auf die Wahlergebnisse blickt, die ja zum Beispiel von Annika schon mal angesprochen wurden, die aber auch Herr Legrand ja auch angesprochen hatte, dass man da ja das Gefühl hat, dass ich persönlich sehr überrascht war, dass diese Studie dann doch sehr einheitliche Ergebnisse in der Bewertung des Jetzt, der Problemlagen jetzt präsentiert, dass man aber bei den Wahlergebnissen manchmal das Gefühl hat, auch bei jüngeren Wählern, dass die Präferenzen ziemlich auseinandergehen. Also zum Beispiel, was Grüne, AfD angeht. Ich finde gar nicht, dass das so einheitliche Ergebnisse waren, die hier Rainer präsentiert hat, sondern ich knüpfe nochmal an die Fragen an, die du auch den beiden Mädels eben gestellt hast. Zum Beispiel bei dem Punkt, wie schätzt du die wirtschaftlichen Voraussetzungen oder deine Zukunftschancen ja dann in deiner Region ein? Das kann ich so nachvollziehen, dass da im Osten eher negativ geantwortet wurde, weil ich selbst aus Rostock mit 18 weggegangen bin, um dann zwar erstmal in Ilmenau zu studieren, aber später dann in München und Köln zu arbeiten und weiter zu studieren sozusagen. Ich wusste also per se, wenn ich Journalistin bei einem großen Medium werden möchte, kann ich das nicht in Rostock werden. Und das zieht sich durch die Medienbranche und durch alle anderen Berufe und andere Branchen auch. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, war der Punkt, wie wird das Thema Wende in den Familien besprochen und diskutiert? Und wenn es besprochen wird, im Westen hat es dann eher einen positiven Effekt gehabt, im Osten war es eher ein negativer Effekt. Auch den kann ich unterstreichen, weil ich aus meinem Freundes- und Verwandtenkreis weiß und aus meiner eigenen Familiensituation, dass bei uns meine beiden Eltern sind direkt nach der Wende arbeitslos geworden, hatten hoch angesehene Berufe und mussten dann erstmal umschulen, sich nochmal ganz neu aufstellen. Und das spielt schon damit rein, sozusagen, wenn man als Kind in so einem Verhältnis aufwächst und sozusagen erstmal einen negativen Effekt von den Eltern gespiegelt bekommt und das auch am Abendbrotstisch permanent diskutiert wird, ist das schon per se eher was, wo man dann auch sagt, okay, vielleicht war das nicht ganz so glücklich, wie die Wende damals abgelaufen ist. Und der dritte Punkt ist das, da wurde ja danach gefragt, welche Assoziationen gibt es, wenn du als Wessi an Osten denkst oder umgekehrt. Und auch das ist was Typisches, was ich vor allen Dingen durch die Medienberichterstattung, mit der ich mich ja, hattest du ja eingangs gesagt, viel beschäftigt habe, total unterstreichen kann, weil es gibt verschiedene Studien dazu, die unterstreichen, dass sozusagen mit 90 der Blick auf den Osten und dann auch immer als die Masse Osten sozusagen, nicht jedes einzelne Bundesland oder jedes Individuum aus MacPom bis Sachsen,
sich sehr ins Negative gekehrt hat, wo das 88, 89 noch eher so mutig war, aufstrebend, also jemand, der was umwälzen will, der was erreichen möchte vielleicht, auch im Zuge der Friedlichen Revolution war das dann mit Fall der Mauer und dann mit der Wende eher so abgehängt, ärmlich, und eben das hat sich ja auch in den Wortkonstellationen wiedergespiegelt. Und wenn man das jetzt, und das war ja deine Ausgangsfrage, bla bla bla, wenn man das Kein Problem, ich fange dich schon wieder ein. Also. Ich muss immer ein bisschen weiter ausholen, weil so diese großen Fragen lassen sich ja nicht per se beantworten mit, ja, in Thüringen sind die Jugendlichen halt doof und deswegen wählen sie AfD, sondern das zeigt sich in den Wahlergebnissen eben auch, dass ich beziehe mich jetzt auf die Thüringenwahl, weil es ja die letzte Landtagswahl ist, da war es ja besonders aussagekräftig sozusagen. Da sind nun mal junge Menschen, die jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die alle weggezogen sind, nämlich in den Westen oder nach Berlin, um da dann zu studieren oder irgendwie sehr proaktiv ihr Leben zu gestalten, sondern es sind die, die eher dort geblieben sind, die dann auch wahrscheinlich eher mit so einer Situation konfrontiert gewesen sind, dass ihre Eltern eben diese Biografiebrüche erlebt haben, die also per se schon mal eher eine negativere Einstellung haben und dann auch eher in so ein Auffangbecken der AfD fallen, die mit verheißungsvollen Sprüchen sich nämlich 89 vereinnahmt, da irgendwie suggeriert, jetzt wird alles gut. Und ich denke, das ist so, und dann noch mit einer sehr einfachen Sprache, die sie oft sprechen, ist das was, wo sich junge Menschen, das waren ja glaube ich 25-26% oder so, die das gewählt hatten, dann vielleicht eher aufgehoben fühlen. Mhm. Ich würde dich gerne noch mal fragen, du bist ja 1987 in Rostock geboren. Das ist ja, Johannes Nichelmann hat das in seinem Buch beschrieben, so als diejenigen, die so mit so einem kleinen C noch in der DDR geboren sind, aber eigentlich in eine ganz andere, auch so aus den Kindheitserinnerungen, die du dann angesprochen hast, die ganzen Kindheitserinnerungen dann eigentlich im wiedervereinigten Deutschland auch stattgefunden haben. Wann bist du denn aus diesem, Ina hat Sammelmodus genannt, in so ein Frage- und Konfrontationsmodus reingekommen? Sehr, sehr früh, weil ich direkt nach der Wende nicht verstanden habe, warum die Brötchen auf einmal teurer sind. Dann, warum der Sandmann zu einem anderen Sendeplatz stattfindet. Und also ich war sehr irritiert und habe das schon als Kind an so kleinen Sachen irgendwie festgemacht gehabt, die ich mir nicht erklären konnte, bis meine Mutter mir das dann natürlich gesagt hat. Aber wir waren ein Haushalt und meine Mutter hat da sehr großen Wert drauf gelegt, dass meine Schwester und ich schon früh mit Medien in Kontakt kommen. Das war ihr sehr wichtig. Wir waren ein Haushalt, der eine Lokalzeitung zu Hause hatte, den Spiegel und noch National Geographic und noch irgendwas. Und ich habe per se schon früh viele Medien gelesen, sobald ich dann lesen konnte, und habe festgestellt, dass Ossis entweder gar nicht stattfinden oder in einer Art und Weise stattfinden, die ich völlig, die sozusagen meiner Lebenswirklichkeit widerspricht. Was war da die größte Irritation? Also die größte Irritation. Oder kannst du es mal an einem Beispiel festmachen? Es scheint dich ja ziemlich erschüttert zu haben. Ja, erschüttert. Das hat mich in dem Sinne geprägt, dass ich möglichst schnell Chefredakteurin werden wollte, um den deutschen Journalismus zu ändern. am prägendsten war tatsächlich gar nicht ein Text oder eine Reportage in einem großen Magazin oder in einer Wochenzeitung, sondern am prägendsten war die Wochenschau mit Ingolf Lück, die damals, glaube ich, auf RTL lief und immer diesen Captain Chemnitz als Klamauk hatte. Und ich, jetzt ist das natürlich eine Comedy-Show und kein reines Medium, aber das zog sich dann so durch. Es gab dann Captain Chemnitz, der halt immer sächsisch gesprochen hat, auch nicht sehr gut übrigens, und irgendwie da immer irgendwie als dümmlich dargestellt wurde. Und genauso dieses Dümmliche, was man in der Comedy-Show vielleicht noch verzeiht, zog sich dann aber auch nochmal in normale Artikel, in Reportagen, in Porträts über Menschen im Osten, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, warum gibt es diese Stereotypisierung und diese Verallgemeinerung von Menschen, die im Osten leben, die ja nun wirklich per se auch alle Individuen sind und damit auch eigentlich unterschiedliche Charakterzüge haben. Ist dir das denn dann später nochmal begegnet? Also weil das sind ja teilweise dann so, man hat ja diese Wortwolken gesehen bei Rainer in der Studie. Das sind ja dann auch so Klischees oder so Wahrnehmungen, denen man sich vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist, die ja aber relativ schnell dann abgerufen werden können, wenn man sie halt einmal quasi anpiekst. Bist du dann, du bist ja weit rumgekommen auch zum Studieren, dann zum Arbeiten. Sind das dann irgendwie so alte Jokes oder so alte Muster, die dann auch heute immer noch verfangen, wenn irgendwie
Ja, auf alle Fälle. Also genauso wie es so Witze über Frauen gibt, gibt es auch Witze über Ostdeutsche. Und das zieht sich so durch irgendwie, dass Ostdeutsche da mit in so eine Randgruppenposition gedrängt werden, wo auch alle anderen, die in dieser Randgruppenposition übrigens nicht sein sollten. Das darf man ja auch nicht vergessen bei dieser Diskussion. Mir ist es mehrmals passiert, sowohl in Köln als auch in meinen Jahren in München, dass ich irgendwie entweder in so eine Position geraten bin, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, wo ich herkomme, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, warum ich als aus Rostock stammende kein Sächsisch spreche, dass ich, ja, Sie lachen, aber das ist mir sehr, sehr, sehr oft passiert in meinem Leben, dass ich, und das ist tatsächlich gar nicht so ein Klischee, dass ich mir oftmals das Essen in der Kantine im süddeutschen Haus, wo die Deutsche Journalistenschule sitzt, einfach nicht leisten konnte, ergo eine Stulle mit hatte, mich dann für diese Stulle rechtfertigen musste. Also das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich, wenn man sie so auf einer Metaebene betrachtet, vielleicht keine große Bedeutung haben für so gesellschaftliche Prozesse, die dann aber im Endeffekt in persönlichen Erfahrungen im Zwischenmenschlichen dann schon wieder eine große Rolle spielt, weil sie eben Erfahrungen sind, die einen prägen, wo man sich dann in bestimmten Rahmen und Kontexten schon überlegt, gehe ich jetzt damit raus, dass ich aus dem Osten komme, oder halte ich lieber meine Klappe? Und ich habe mich halt irgendwann dafür entschieden, ich mache das jetzt einfach. Ja, hast du das Gefühl, also dass man manche Sachen vielleicht, also wie viel muss man denn aushalten? Also ich meine mal so einen flotten Spruch oder irgendwie mal so ein bisschen eine spitze Bemerkung, wie viel davon muss man sich eigentlich gefallen lassen als, naja, Beitrag zu einem Gespräch unter Kollegen oder ja, zu so einem nicht ganz ernst gemeinten Thema? Also das kommt auch immer darauf an, wie viel man aushalten möchte sozusagen und wie schlagkräftig man zurückschlagen kann. Ich habe irgendwie gelernt, dass man muss Sprüche nicht aushalten. Also man kann einfach Sachen dann richtigstellen und sagen, weißt du was, in dem Punkt hast du einfach keine Ahnung, weil ich komme aus Rostock, ich habe das und das erlebt. Und wenn du mir immer noch nicht glaubst, kannst du übrigens die Studie von der Uni Leipzig lesen oder. Hm. Also man kann dann schon auch sagen, was man dazu denkt und warum man so denkt. Nochmal Thema Captain Chemnitz. Ist dir das auch mal begegnet, Ina, in deiner Zeit in Chemnitz? Diese Figur oder dieses Denkmuster? Also in Chemnitz nicht. Also dieses als Ostdeutsche bezeichnet werden, meinst du? Mhm. Nee, aber auf Seminaren in Westdeutschland. Also eins in Bayern, also in München ist mir das tatsächlich auch schon mal passiert. Wir waren auf einem 2-Wochen-Seminar am Schliersee. Innerhalb der IG Metall, also ist schön. Und wir waren am Wochenende dann in München feiern und ja, wir haben uns dann halt eben rausgesetzt, aber so eine Chill-Lounge und wie das halt so ist, ne? Junge Menschen kennen das noch. Also auf bequeme Sessel, wolltest du sagen. Bequeme Sessel, ja, draußen, Shisha und so. Genau, und dort haben sich halt irgendwie Jungs neben uns gesellt und die wollten uns anquatschen und haben halt mitbekommen, dass wir einen ostdeutschen Dialekt haben und ging halt sofort über in, ja, kennst du denn eigentlich sowas wie Ketchup? Und ich dachte mir, also ich glaube, mir ist auch kurz das Gesicht eingeschlafen. Ich dachte, ich werde einfach nicht mehr mit so einem Thema konfrontiert, weil es einfach so lang her ist. Und hat dann halt nur so meinen Spruch dazu gesagt. Und dann kam halt eben der nächste Spruch mit Bananen. Und ich dachte mir, ja gut, dann lassen wir es halt mitreden und bin gegangen. Fand ich sehr unangenehm. Und die zweite Situation war innerhalb der IG Metall im Westen bei einem Respektseminar, wo es um Rassismus geht. Und, das heißt um die Wahrnehmung der anderen, um die Differenzierung, genau, ja auch. Also eine Sensibilisierung für das Thema auch und wie geht man damit um, Argumentationstraining, das ganze Paket. Sehr tolle Seminare und die sind deutschlandweit veranstaltet und es war nie ein Ding, dass dort alle zusammen irgendwie sitzen. Und es gibt dort immer dann auch diese Dialekte, Schienen und die Späße über von Bayerisch und Sächsisch und hat man nicht gesehen. Und ja, da war damals auch irgendeine turbulente Zeit in Sachsen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was damals war, ob das mit der Pegida losging oder irgendwas. Auf jeden Fall war dann auch der erste Satz in der Vorstellungsrunde, ja, ich komme aus dem braunen Sachsen. Und ich sage halt, nee, weil ich spreche doch als bestes Beispiel dafür, dass es nicht nur braun ist und reagiere dann halt eben auch ein bisschen pisst auf diese Pauschalisierung, dass alle braun sind. Nee, ist nicht. Habe das dann auch klar gemacht und dass es nicht hierher gehört und nicht passt, so eine Aussage einfach zu treffen und
war demjenigen dann auch unangenehm und das sind ja auch Leute, die sich dann irgendwo reflektieren können, aber Fakt ist, es ist halt trotzdem irgendwie noch präsent und es wird gerne über den Kamm geschert und das stört mich einfach. Alles klar. Rainer, ich würde gerne den Ball nochmal zu dir spielen. Es ging, eben hattest du noch einen Punkt angesprochen, auf den ich jetzt nochmal zurückkommen möchte, mit der Situation und der Sozialisation. Das ist ja ein Punkt, den Marieke eben angesprochen hat, der da vielleicht mit reinkommt, diese Wahrnehmung als Masse, als gleich, als Ostdeutsch, als eins. Wie kann man denn das auseinanderpflücken, wenn man sich jetzt vielleicht dann nochmal stärker auf die Situation fokussiert, die du in deiner Studie angesprochen hast? Also zum ersten Mal diese Sache, die Marieke eben angesprochen hat, dass wir im Grunde, dass im Osten das Gefühl weit verbreitet ist, dass es nicht immer fair zugegangen ist, was die Biografien jetzt auch anging. Das sind natürlich manifeste Brüche, die wir im Westen so jetzt nicht in vielen Familien hatten. Und dadurch, dass es halt sehr weit verbreitet war, strahlt es natürlich auch ins Umfeld aus. Insofern kennt jeder jemanden, wo es irgendwie nicht gut gelaufen ist nach der Wende. Diese Sache mit dem mit Ostdeutschland als Block, da hatten wir ja schon ein bisschen gehört bei den einleitenden Worten von Herrn Legrand, dass einfach so es fehlt in gewisser Weise an ostdeutschen Eliten und es wird oft über den Osten gesprochen und wenig mit ihm. Also wir hatten vor kurzem auch jetzt da zum Mauerfalltag zum Beispiel das in der Zeit das Titelblatt, wir im Osten irgendwie die 100 wichtigsten unter 40-Jährigen oder waren es 50 unter 30-Jährige, irgendwie sowas um den Dreh rum und es war halt nur in der Ostausgabe und es ist natürlich ein bisschen komisch, dass man das dem westdeutschen Leser dann mal ganz schick vorenthält. Es ist keine Kritik irgendwie persönlich, aber dass man das so vorenthält, ich glaube, wir sehen es jetzt ähnlich, dass es eben auch den anderen Osten in gewisser Weise gibt und dadurch, dass es in gewisser Weise fehlt, so diese Differenzierung auch zwischen dem, was eben passiert in Sachsen bei den Wahlen und so und was aber doch auch gleichzeitig existiert, viele Initiativen, viele erfolgreiche junge Ostdeutsche, die sich aber jetzt auch gar nicht unbedingt als Ostdeutsch zu erkennen geben, haben wir diese Stereotypen noch sehr stark vorhanden, glaube ich. Ich würde nochmal bei dir gerne weitermachen. Was aus Ihrer Studie können denn jetzt diejenigen, also zum Beispiel wie Annika, wie Ina, aber auch wie Marieke, die ja quasi jeden Tag in unterschiedlichen Zusammenhängen, wir haben das ja schon gehört, mit diesen Stereotypen, aber auch quasi mit diesem, ich nenne es mal, Erbe konfrontiert sind. Was aus der Wahrnehmung, auch aus dieser unterschiedlichen Wahrnehmung der Wendezeit, des Wiedervereinigungsprozesses, die das alles quasi mitbekommen haben. Wie können die denn auf sowas am besten reagieren? Wenn sie jetzt mit Stereotypen konfrontiert sind? Im Grunde? Ja, zum Beispiel, also diese Stereotype, die da eben in dieser Wortwolke genannt wurden oder auch die Situationen, die ja hier beschrieben wurden. Also erstmal, was wir ganz spannend fanden, als wir die Interviews geführt haben, wir sind jetzt natürlich nicht in die Interviews reingegangen, in die persönlichen, du bist jetzt hier in Ostdeutschland als Ostdeutscher ausgesucht, jetzt lass mal deine Meinung raus, sondern wir haben natürlich erstmal geschaut und es analytisch versucht rauszufinden, was unterscheidet die eigentlich, sondern sind erstmal alltägliche Lebenssorgen, Outlook aufs Leben, aus welcher Familie kommst du, wie ist das alles gewesen immer. Wir haben uns der Sache eher so angenähert. Und was ich damit sagen will, ist, dass jetzt kaum jemand irgendwie am Anfang raus ist und gesagt hat, ja, wir Ostdeutsche werden immer benachteiligt, sondern das ist eine Sache, die man erstmal triggern muss. Ne? Also wenn das Thema angesprochen wird, dann hat da auch jeder eine Meinung zu oder fast jeder. Ein Ostberliner wusste nicht, dass er Ostberliner ist von unseren jungen Leuten, das fand ich dann ganz überraschend eigentlich. Was hat er gesagt, wo er herkommt? Aus Berlin. Also der wusste nicht, ob er Ost oder West ist. Das war aber tatsächlich einer von den 30 aus den tiefen Interviews. Und es wird tatsächlich dann diese Vorurteile und Stereotypen, die werden tatsächlich erst dann zum Thema, wenn man eben mit dem Andersartigen konfrontiert ist. Also wenn man dann in den Westen rüberkommt als Ossi
oder wenn man in den Osten rüberkommt als Wessi und zum Beispiel zum Studieren auch, was ja gar nicht mal so unselten ist. Wie damit umgehen? Ich meine, ich glaube, individuell ist es, glaube ich, erstmal ein Schock. Wobei ich tatsächlich glaube, dass es für die jungen Menschen jetzt selbst, also von Anekdoten abgesehen, die natürlich erstmal unangenehm sind oder vielleicht gar nicht mal so gut, dass die jungen Leute tatsächlich untereinander, wenn erstmal Kontakt da ist, die sind dann eigentlich in der Regel völlig entspannt oder entspannter als zumindest die ältere Generation, wo das, glaube ich, deutlich tiefer sitzt mit dem Tal der Ahnungslosen und so und diesen ganzen Dingen, die es halt früher gab. Nochmal eine Detailfrage zu Ihrer Studie. Das heißt, ostdeutsche, westdeutsche Jugendliche, Sie haben das rein nach Wohnort festgemacht, jetzt nicht unbedingt nach Biografie, oder? Weil das ist ja ein Thema, was ja zum Beispiel im Zuge von so einer, soll es eine Ostquote geben oder nicht, wird dann ja natürlich halt auch gefragt, so, naja, wer ist denn dann Ossi, der im Osten geboren ist oder der dorthin gezogen ist oder... Wir haben uns das angeschaut. Wir hatten natürlich Fälle von Menschen, die im Westen geboren sind und dann im Osten gelebt haben und auch umgekehrt. Das waren allerdings jetzt nicht wahnsinnig viele. Und wir haben uns dann für eine, das hat auch jetzt von dem Inhaltlichen, von den Ergebnissen eigentlich keinen signifikanten Unterschied gemacht, weil die Masse einfach nicht da war. Ostquote... Ja, selbstverständlich müsste das dann zumindest, also wir hatten eigentlich abgefragt, bist du im Osten oder Westen geboren, aufgewachsen und lebst du jetzt? Also wir wussten alles, wir wussten auch, wo beide Eltern herkommen, also hatten das schon relativ tief erfasst. Selbstverständlich sollte man, glaube ich, im Osten aufgewachsen sein zumindest, um irgendwie als Ostquote zu qualifizieren, weil sonst kann ich ja irgendwie aus Karrieregründen einfach mal nach Brandenburg ziehen, ja, und dann bin ich ein Ossi. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. So, Marieke hatte jetzt heftigen Widerspruch beim Thema Zeit, weil ich habe mich das nämlich auch gefragt, ob die Zeit da nicht eine Riesenchance vergeben hat, indem sie diese tolle Liste, das war eine Liste mit 100 jungen Ostdeutschen, die richtig was losmachen, die super Projekte machen, halt nur in der Printausgabe in Ostdeutschland verteilt hat und man das im Westen überhaupt nicht kaufen konnte. Warum passiert sowas? Ich bin jetzt nicht Giovanni Di Lorenzo, Sie kann jetzt nicht stellvertretend für die Printredaktion in Hamburg sprechen, aber ich wollte das unterstreichen, was Rainer gesagt hat, weil es gibt diese Diskussion auch innerhalb des Zeitverlages. Und ich selbst war damit auch überhaupt nicht glücklich, dass das nur der Zeit im Osten oblag, sozusagen, die eine Auflage von rund 30.000 hat, wohingegen eine Zeit eine Auflage von 500.000 hat. Dass das dann so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt, oder nie, es war sehr gut gekonnt, aber du weißt, worauf ich hinaus will, dass man sich dann doch nicht getraut hat und am Ende sozusagen gesagt hat, nie, wir machen, ich glaube, das war dann ein Titel zu »So rettest du deine Seele« oder so. Also ich meine, auch das kann man eigentlich jede Woche bringen. Ich finde, zu 30 Jahre Mauerfall hätte man dann ruhig mal genau das eben auch zum bundesweiten Titel machen können. Könntest du, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zeitleser und vor allem auch Zeit im Osten Leser hier unter uns sind, könntest du noch mal ganz kurz sagen, um was es da ging und was das für ein Projekt war und was auch so der Hintergedanke war dazu? Also ich kann nicht für die Projektinitiatoren sprechen, weil Zeit im Osten ist ein eigenständiges Printzeitbüro in Leipzig, wird geleitet von Martin Machowetz, auch relativ bekannter Ostdeutschland-Berichterstatter. Und dieses Zeitbüro in Leipzig hatte die Idee, eben zum 30-jährigen Mauerfall nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass sich eben im Land doch was bewegt, dass es junge Menschen gibt, die sich engagieren in verschiedenster Weise. Und die haben eben diese 100 Leute einfach aufgesammelt und da kurz porträtiert. Und das war sozusagen der Sinn, da einfach nochmal nach diesem drückenden Gefühl der Landtagswahlen zu 30 Jahre Mauerfall nochmal einen positiven Effekt mitzugeben an die Leser und Leserin der Zeit im Osten. Ina, ich würde gerne mal mit dir weitermachen und jetzt auch gerne mal zu diesem Punkt kommen, mal weg quasi von der eigenen Sozialisation, sondern mal hin auch ein bisschen auf die Fremdbetrachtung, nämlich auf die Rolle der Medien, die wir eben hier schon mal diskutiert haben und dich mal fragen, du wohnst in Chemnitz, jetzt auch schon nicht seit gestern, sondern schon relativ lange in Chemnitz. Viele werden sich daran erinnern, was letztes Jahr dort passiert ist. Der Mord an Daniel H. mit den anschließenden Demonstrationen im Stadtkern. Wie hast du das denn wahrgenommen, die Rolle der Medien jetzt mal aus so einer Sicht einer Chemnitzerin heraus? War ganz witzig, weil ich war da gerade nämlich in Norwegen, habe ein Auslandssemester gemacht und habe quasi nur die Medienseite erfahren.
und war schockiert, ganz klar. Also es war auf einmal der braune Osten, Chemnitz ist braun, ach du Schande, was ist da los? Und alle Augen auf Chemnitz und ich war total schockiert, als ich auf einmal da ins Internet reingeguckt habe und mir die Leute geschrieben haben, hier in Chemnitz geht es gerade richtig ab und ich dachte mir so, hä? Und ja, habe dann auch viel Diskussionen auf Facebook halt eben verfolgt und ich hätte es, glaube ich, lieber nicht machen sollen, aber ja, viele kennen es, also dieser Shitstorm und was auch immer Storm, dann was da losgeht, also das war auch richtig bewegend für mich, also ich war echt baff und daraufhin kamen ja sehr viele Medienberichte auch noch nachträglich, Zeitungsartikel und ich weiß gar nicht, ob es einen Monat später oder so war, aber ich habe dann irgendwann kam ich auf einen Spiegelartikel, den fand ich sehr gut. Ich glaube, das war dann, das war gar nicht ein Monat danach, das war jetzt nach den Wahlen dann und hat dieses Wahlergebnis nochmal in Rückblick auf dieses Happening, sag ich mal, in Chemnitz dann bezogen und das fand ich ziemlich gut. Der hat zum ersten Mal davon geredet, dass es halt eben doch noch eine Mehrheit gab, die nicht dafür gestimmt haben, dass die AfD und wo Chemnitz und wen es da alles gibt, dann ja halt in die Regierung von Sachsen kam. Und diese Mehrheit wird halt eben total vergessen irgendwie in vielen Artikeln. Mhm. Und das hat mich halt eben auch so sehr gestört und verletzt irgendwie, weil ich bin auch jemand gewesen, der nicht in die Richtung dann gegangen ist, nur weil dort was passiert ist. Und ich fand die Reaktion von den Menschen auch toll, die dann alle nach Chemnitz gekommen sind und mit dort bei dem Konzert dabei waren. Und ich war dann auch ein bisschen stolz auf die ganzen Leute, die da mitgemacht haben und zugereist sind und waren sicherlich auch viele aus Westdeutschland dabei und war echt dankbar auch für dieses starke Zeichen und habe dann auch wiederum diese positive Seite wahrgenommen. Aber trotzdem mit so einem Beigeschmack irgendwie immer, trotzdem mit so einem kleinen, naja, Chemnitz. Hast du das Gefühl, das hat sich heute geändert? Also es sind ja jetzt ungefähr, nicht ganz anderthalb Jahre vergangen. Also gefühlt hat sich in Chemnitz jetzt auch viel bewegt. Es sind viele Initiativen jetzt auch wieder aus dem Boden gekommen und viele kleine Vereine haben sich jetzt wieder neu gegründet und man versucht, das Image der Stadt jetzt auch wieder ein bisschen aufzupäppeln. Und es gab ja jetzt auch die Bewerbung um die Stadt der Kultur. Ja, Kulturhauptstadt 2025. Genau, das hat viel getan, denke ich. Und ich finde schon, dass es viele wachgerüttelt hat auch, dass wir was tun müssen. Und das macht es jetzt auch noch ein bisschen klarer für alle. Dennoch ist es schwer. Und es hat ein riesen Loch reingerissen in die aktiven Kreise, auch vor allem bei der IG Metall. Also was meinst du da genau, dieses die Ereignisse von Chemnitz letztes Jahr, 2018, meinst du die Demos? Welches Loch wurde da gerissen? Also es sind tatsächlich auch viele ausgetreten aus der IG Metall. Also ich würde sagen, dass es den Leuten, die vielleicht die Meinung auch schon irgendwo hatten, halt eben diesen Mut gemacht hat, sie sind nicht allein. Was vorher vielleicht nicht so stark da war. Und dadurch ja, sind einfach viele auch dann halt eben Richtung AfD gegangen und weg von Gewerkschaft. Leider. Gab es eine Möglichkeit, dort das Gespräch zu suchen und zu diskutieren und vielleicht die Kolleginnen und Kollegen dann doch noch zu halten? Wie hast du das empfunden? Es gibt die Chance, finde ich schon. Man kann auch Leute umstimmen, weil viele da auf wackeligen Beinen, sage ich mal, stehen. Wenn man denen dann klar macht, dass diese Positionen eigentlich eher Richtung Sozialdemokratie gehen, dann merkt man schon, dort geht nochmal in so ein Achso, und vielleicht sollte ich es mir doch nochmal angucken. Und bei einigen geht das, bei anderen wiederum nicht. Mit denen kann man einfach nicht diskutieren, weil dort ist ein sofortiger persönlicher Angriff da. Was würdest du denn denjenigen raten? Weil ich meine, das ist vielleicht halt auch ein Punkt, der viele beschäftigt, die in ihren Betrieben dann genau diese Situation haben, dass Kollegen, ob sie jetzt bei der IG Metall Mitglied sind oder nicht, dann mit bestimmten Thesen ankommen, bestimmte Dinge vertreten, die man vorher vielleicht vor 4-5 Jahren so gar nicht gesagt hätte in den Betrieben. Was würdest du da raten? Was hat sich vielleicht so aus deiner Sicht als ein gutes Mittel rausgestellt?
Also wenn jemand was erzählt, was Quatsch ist, dann ist einfach auch als Quatsch lassen. Also es ist nicht richtig, was viele Leute rumbrüllen und es einfach auch widerlegen dann in dem Moment und denen sagen, hier, was du erzählst, ist Mist, lass das mal lieber sein. Und das macht man nicht, das anderen Leuten irgendwie so eine Laus ins Ohr zu setzen. Das würdest du auch nicht wollen. Und letztendlich wollen alle nur das Beste für ihre Kinder oder was auch immer. Ich plädiere dann immer auf diese Schiene. Also ich bin so ein Gefühlsmensch, der dann halt eben versucht, die Leute auf der Schiene mitzunehmen. Und das klappt auch bei vielen, bei einigen natürlich auch nicht. Da bin ich dann wieder ratlos. Und ja, also muss man so seinen eigenen Weg finden. Aber man muss nicht zustimmen oder bei Dingen, die einfach nicht sein dürfen oder Sachen, die ins Rassistische gehen. Nee, das ist einfach nicht in Ordnung. Oder einen respektlosen Umgang, das akzeptiere ich auch einfach nicht. Aber ich nehme jetzt bei dir wahr, es war dann schon ein Bruch für die Stadt und für viele ganz persönlich, der ja offenbar auch noch nachwirkt. Ja, definitiv. Also ich glaube, die Stadt hat auch ordentlich zu kämpfen. Wir haben jetzt auch an der Universität Rückgänge von Bewerbern und ich glaube an die 20%. Das sind schon Zahlen, die wirken. Traurig, ja. Aber es ist passiert. Wir kommen aber, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Annika, ich würde gerne mit dir nochmal die Rolle der Medien, auch im Punkto, wie nimmt man Ostdeutschland wahr, wie nehmen sich Ostdeutsche selber wahr. Wie hast du es denn jetzt zum Beispiel empfunden nach der Landtagswahl, wo ja die AfD unter Björn Höcke zweitstärkste Kraft geworden ist, wo es ja jetzt immer noch auch schwierig ist, die Regierungsbildung für eine neue Landesregierung voranzubringen. Wie hast du das wahrgenommen? War dir das wichtig oder wie hast du es gesehen und wie siehst du es vielleicht auch in puncto Fridays for Future, was dich ja dann ganz persönlich auch betrifft? Fühlst du dich da fair behandelt, unfair behandelt? Also ich glaube, man kann mittlerweile einen kleinen Wandel auch bei den Medien feststellen. Also ich glaube, es ist ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen ist es angekommen, dass es nicht gut ankommt, wenn immer über Menschen aus Ostdeutschland gesprochen wird, aber nie mit diesen Menschen geredet wird. Das heißt, was mir aufgefallen ist, es gab wesentlich mehr Berichte, die sich auch darum gekümmert haben, wie fühlen sich die Menschen, die dort leben, jetzt mit der Situation und wie fühlt man sich auch mit diesem unglaublich hohen Ergebnis von der AfD zum Beispiel, was für uns natürlich auch eine große Rolle spielt, weil man kann es eben auch nicht kleinreden. Es sind 23% der WählerInnen gewesen, die sich für die AfD entschieden haben. Ich glaube, das hat in der Medienberichterstattung nochmal einen Unterschied gemacht, weil mit Herrn Höcke an der Spitze der AfD in Thüringen die AfD nochmal eine ganz andere Radikalität gewonnen hat. Und ich glaube, auch in den Medien ein gewisses Problem bestanden hat, wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil man hat es implizit gewusst, aber das dann so auf einen Schlag zu bekommen, ja, auch ein Björn Höcke kann 23% in Thüringen holen, das ist ein Schock. Und ich glaube, da hat man wirklich gesehen, dass auch auf medialer Ebene versucht wurde, das differenziert auszudiskutieren. Und was man jetzt zusätzlich noch sieht, ist natürlich die ganze Koalitionsbildung. Und in Thüringen wurde natürlich auch nochmal viel über die Linke geredet und dann eben auch nochmal das Verhältnis. Was mir da wahnsinnig sauer aufgestoßen ist, ist wieder dieses ganze Linke und Rechte dann zum Beispiel gleichzusetzen. Wo also das waren wirklich in der medialen Debatte, wo ich mich wirklich teilweise gefragt habe, wie kann das sein, dass hier eine Partei, die seit 5 Jahren den Ministerpräsidenten stellt und normale Politik macht, hier mit jemandem wie Höcke verglichen wird. Das kann irgendwie nicht sein, auch wenn man unparteiisch ist, dann findet man das ungerecht. Und das waren so ein bisschen die Punkte, die mich gestört haben in der medialen Diskussion. Rainer und Marieke, ich würde gerne mit euch jetzt fortfahren und zwar mit einer These, die du eben eingebracht hast und zwar zum Schluss ein Punkt im Fazit, wo es hieß, Deutschland muss auf die Couch, um diese Nachwendeerfahrungen zu verarbeiten. Welche Rolle spielen denn da im Moment die Medien? Würdest du sagen, die sind eher Teil der Lösung oder sind die eher Teil des Problems? Wir haben ja eben schon eine sehr, also
jetzt nicht sehr positive Wahrnehmung gehabt. Das mit der Couch, da geht es ein bisschen darum, meiner Ansicht nach, also so Dinge wie Treuhandanstalt, was da passiert ist in den 90ern und so, dass mein Gefühl ist, dass in Westdeutschland, und ich rede jetzt gar nicht nur über die jungen Leute, sondern das ist ganz allgemein, einfach da jetzt nicht unbedingt viel Wissen da ist, was da alles passiert ist, was vielleicht auch nicht immer nur super war, sondern dass in Teilen der westdeutschen Bevölkerung einfach die, ja, die Sichtweise jetzt plump formuliert vorherrscht, wir haben da einen ganzen Haufen Geld reingepumpt, die jammern immer noch so irgendwie. Und ich glaube, dass das in gewisser Weise, und das hat dieses Jahr, glaube ich, schon sehr stark angefangen, dass das jetzt stärker ein Thema wird. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, die Aufarbeitung, weil es sonst nicht weggeht, glaube ich. Und ich, es geht jetzt gar nicht irgendwie darum, irgendwie regionale Identitäten irgendwie aufzulösen, sondern diese Ost-West-Sache ein bisschen einfach zu relativieren und auch ein bisschen Verständnis füreinander zu entwickeln. Die Medien als Lösung oder Teil des Problems, wir hatten es ja vorhin schon gehört, die Journalistenschulen sind alle im Westen, da sind nur Wessis. Es gibt, glaube ich, nur einen wirklichen Sender im Osten, den MDR. Ja, den RBB könnte man... Ja, der RBB ist ja eigentlich ein Berlin-Brandenburger Sender, wie man mir so gesagt hat. Radio Berlin-Brandenburg. Keine Ahnung, ob der jetzt... Aber es gibt jetzt keinen wirklichen ostdeutschen Medienhäuser. Und ich glaube, da fängt das Problem ein bisschen an. Ich meine, mit den Medien erreicht man, also mit den normalen Medien oder mit den klassischen Medien erreicht man auch nicht mehr alle Menschen. Es gibt jetzt zunehmend Leute, die sich auch tatsächlich aus den Medien, wie wir sie so kennen, ein bisschen auskoppeln und tatsächlich weitgehend alternative Medien mit auch fragwürdiger Arbeitsweise konsumieren, und zwar ausschließlich. Also es gibt so ein... Ja, ein Segment der Bevölkerung, was sehr schwer zu erreichen ist. Aber sonst würde ich sagen, dass es einfach auf die Agenda gehört. Wird auch kommen nächstes Jahr, ist ja nochmal ein Jubiläum, nämlich das Jubiläum der Einheit. Und da muss man schauen, was das bringt. Mhm. Auf jeden Fall sollte das ganze Gesamtdeutsch eben dann betrachtet werden und nicht irgendwie die MDR-Audience das nur eingeföhnt kriegen. Marieke, ich möchte gerne mit dir darüber reden. Du hast ja in einer deiner Kolumnen, beziehungsweise ich glaube, es war sogar zu diesem Spiegeltitel, der erschien. Ich weiß nicht genau, wer von Ihnen den noch vor Augen hat. Weißes Cover, so ein Anglerhut in Deutschlandfarben drauf, in Anspielung auf den Herrn, der letztes Jahr in Dresden auftauchte vor der Kamera. Und dann mit der Unterschrift, so ist er, der Ossi. Das sollte, das wurde dann auch erklärt, dann im Editorial. Man hat dann explizit nochmal darauf hingewiesen, ja, auch die Autoren sind irgendwie entweder beide oder einer von beiden ist ostdeutsch. Und es sollte eigentlich lustig sein oder ironisch und mit dieser Ironie einen Auftakt geben für eine Debatte. Also ich muss sagen, ich habe total geschluckt, als ich das gesehen habe. Ich habe mir dann auch die Haare dann später noch gerauft. Ich habe dann gesehen, dass du auf deinem Blog bzw. auf deiner Seite einen Kommentar veröffentlicht hast, eben mit diesem Titelbild in der Hand, und ich habe deinen Gesichtsausdruck eher als, ich weiß nicht, wütend oder fassungslos, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube, er war eher wütend. War das für dich Sinnbild? Das ist genau, der Spiegeltitel, so ist er da aus, mit dem Pegida-Hut, war sinnbildlich für die Ostdeutschland-Berichterstattung auf alle Fälle. Und jeder Journalist und jede gute Journalistin weiß, wenn man erst das Editorial lesen muss, um den Titel eines Magazins zu verstehen, funktioniert die Verkaufe des Magazins, glaube ich, nicht. Also das ist was, also da muss man sich als Chefredakteur oder Chefredakteurin schon vorher Gedanken drüber machen, was will man damit aussagen und was denkt der Leser oder die Leserin da auf den ersten Blick oder auf das erste Lesen. Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, ach, das ist wie immer beim Spiegel. Also sie haben auch... Der Spiegel ist bekannt dafür, nicht besonders ostdeutschlandfreundliche Titel zu machen. Und das war auch letztes Jahr nach den Chemnitz-Berichten, wo es auch mitunter ganz gute Chemnitz-Reportagen und Dokus, auch Videodokumentationen gab, auch so, dass der Spiegel dann den Titel gemacht hat mit Sachsen in Runenschrift. Daran erinnere ich mich. Und dass dieses Jahr dann dieser Pegida-Hut genommen wurde, schließt eigentlich nur daran an.
Genau, worauf ich hinaus wollte ist, und das hatte Rainer gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich finde, im Endeffekt muss das Credo sein, Sichtbarkeit ändert Sichtweisen. Und das gilt für jedwede Bevölkerungsgruppe, die noch nicht sichtbar ist in diesem Land, in Berichten und auch in Redaktionen. Das fängt bei Ostdeutschen an und das geht, oder bei Frauen fängt es an, dann geht es Menschen, die Ostdeutsche sind und Menschen mit Migrationshintergrund. Die müssen viel mehr in alle Redaktionen dieses Landes, damit eben auch eine gleichberechtigtere und diversere Berichterstattung überhaupt stattfinden kann. Das ist für dich aber ein Zusammenhang, also die siehst da einen deutlichen Zusammenhang zwischen Herkunft, das heißt zum Beispiel aus Ostdeutschland oder zum Beispiel aus einer Familie mit Migrationshintergrund, das würde dann auch die Art und Weise tatsächlich verändern, wie geschrieben wird? Ja, das ist auf alle Fälle die Erfahrung, die ich gemacht habe bei Z, dass, und ich habe 7 Menschen von 22 Leuten, die Migrationshintergrund haben, dass die bringen nun mal eine Biografie mit, die gewisse Erfahrungswerte einfach auch mit sich bringt, die dann ein größeres Einfühlungsvermögen haben und dadurch auch eine größere Transparenz in ihrer Themenauswahl und eine ganz andere Ansprache an eine bestimmte Zielgruppe, die erreicht werden soll. Und wie viele aus Ostdeutschland arbeiten bei dir? Gerade 2. Inklusive mir. Gut, aber warum? Also warum sind es nicht mehr? Weil es ist ja offensichtlich so, dass es dir ein Herzensthema ist und dass du ja halt ja, auch... ich will aber auch nicht in die Verlegenheit kommen, dass man mir vorwirft, dass ich nur die jungen Menschen nachziehe, die mir am ähnlichsten sehen, was ja immer alten Herren in Chefpositionen vorgeworfen wird. Deswegen, und es ist tatsächlich so, dass ich nicht so viele Bewerber und Bewerberinnen hatte bislang, mit, wo auch der Geburtsort offenkundig war, weil ich überhaupt keinen Wert darauf lege, weder dass ein Foto dabei ist, noch dass da steht, dass jemand in Magdeburg oder Zwickau geboren ist oder in München, ist mir scheißegal. Mir ist auch scheißegal übrigens, ob jemand ein Masterstudium hat oder ein Bachelorstudium. Und ich finde, da fängt das schon an, bei der Journalisten- und Journalistinnen-Auswahl. Nicht erst bei den Journalistenschulen, die dann ausbilden, sondern im Recruiting-Prozess für Journalistenschulen, wenn dann überhaupt Journalistenschule sein muss. Glaubst du denn, dass da, wir haben ja eben dieses Thema Quote schon mal angesprochen, glaubst du, dass das ein Instrument sein kann oder ist das eine völlig fehlgeleitete Debatte, die eigentlich da überhaupt nichts mehr zu suchen hat? Weil die Frage, die mir sich da stellt, wenn das erklärte Ziel ist, dass mehr Ostdeutsche, auch mehr ostdeutsche Perspektiven in den Medien einbringen und Klammer auf, der Deutschlandfunk, auch unser Büro hat genau das gleiche Problem, um jetzt hier mal ein kleines Geheimnis zu verraten, wie kriegt man das dann hin? Wenn man eigentlich den guten Willen hat? Indem man sich Mühe gibt in seinen Rekrutierungsprozessen, indem man eben zum Beispiel nicht nur an Journalistenschulen guckt, wer kommt da gerade als Nachwuchs da und eben keinen besonderen Wert darauf legt, ob jemand an der DJS oder an der Henry-Nann-Schule war. Ich wusste für mich, ich muss diesen Weg gehen, damit ich sozusagen in größeren Medien später mal eine Festanstellung kriege. Und ich wollte eine Festanstellung, damit ich Geld verdiene, sozusagen. Ich finde, man muss einfach als Chef oder als Chefin sich vergegenwärtigen, wie will ich mein Team aufstellen und wo muss ich dafür hingehen, damit ich das so aufstellen kann, damit ich eine gute und möglichst vielfältige Berichterstattung leisten kann für mein Medium, wenn das denn mein Anspruch ist. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt bei jedem so gegeben. Das heißt, ergo, ich gucke nicht bloß, wer ist gerade Absolvent, Absolventin an der Journalistenschule, sondern ich gucke vielleicht, was gibt es gerade für YouTube-Projekte von Menschen mit Migrationshintergrund, was gibt es für Fotoprojekte etc. etc. Also es gibt wirklich genug in diesem Internet, wo man einfach mal sich durchgoogeln kann, um zu gucken, was gibt es denn außerhalb von Journalistenschulen oder von anderen eigenen, verlagseigenen Volontariaten sozusagen, dass ich mir Menschen ran rekrutiere, die das nochmal vielfältiger machen. Sind denn diese ganzen Ost-West-Themen, ich meine, das Schöne am Radiojournalismus ist ja, man weiß nur so ungefähr, wie die Einschaltquoten sind. Im Online-Journalismus ist es ja viel erbarmungsloser. Ja. Man kann ja wirklich quasi nicht, also bis auf die Stelle hinter das Komma sehen, was wird eigentlich gelesen und was wird denn nicht gelesen. Interessiert das denn, du hast mir eben gesagt, Leserinnen und Leser zwischen 16 ungefähr Ende 30. Interessiert die diese ganze Ost-West-Debatte eigentlich oder geht das irgendwie völlig an deren Interessen, Lebensrealitäten vorbei? Das kommt total aufs Thema drauf an. Also wir haben festgestellt, gerade so diese normale Wahlberichterstattung ist was, dafür wird Z nicht gelesen. Das ist auch klar, weil wir sind kein
Nachrichtenmedium per se. Wir haben Zeit Online im Rücken sozusagen. Da kann man sich noch viel detailreichere Infos mit viel mehr Man- und Womanpower in den Regionen auch als Reporter und Reporterin holen, wenn man das denn möchte. Was bei uns wirklich nachgefragt ist, sind solche Berichte. Da hat eine junge Kollegin von uns, Mitte 20, ist auch zum Studium nach Berlin gekommen und hat da dann ein Projekt, ich glaube, ja, sie kommt aus Köln ursprünglich, hat da dann ein Projekt gehabt, auch zu Ost-West, schon vor mehreren Jahren. Und in diesem Projekt ist ihr erst klar geworden, wie viel Vorbehalte und Vorurteile sie hat, sozusagen, als im Westen sozialisierte Toku-Deutsche ist sie auch noch, gegenüber Menschen im Osten. Und das hat sie wirklich sehr emotional und sehr gut aufgeschrieben. Das hat sehr großen Anklang gefunden. Aber das heißt, es war dann eher ein persönlicher, ein biografischer Zugang, den sie dann Das war ein biografischer Zugang. Es gibt aber auch Zugänge, die nicht biografisch sind, keine Ich-Texte, das ist immer so ein bisschen verpönt. Es gibt also auch Artikel, die nicht Ich-Texte sind, die sehr gut funktionieren. Und zwar hatten wir ich habe einen Workshop gehalten vor anderthalb Jahren mittlerweile schon, mit jungen Menschen zwischen 19 und Mitte 20 aus Ost und West. Und innerhalb dieses Workshops habe ich erarbeitet, was haben die für Ideen und für Gedanken dazu, ähnlich wie in der Studie. Da sind übrigens ähnliche Sachen bei rausgekommen. Und was haben die für Thesen? Was wollen sie verändern? Und diese neuen Thesen, die dabei rausgekommen sind, was sie verändern wollen. Und das sind wirklich so ganz simple Sachen gewesen, wie warum gibt es nicht einfach für jeden Schulabgänger und jede Schulabgängerin, egal wie alt sie dann sind, so ein Ticket, mit dem sie dann 3 Monate lang kostenlos mit der Deutschen Bahn durch Deutschland fahren können. Und Bedingung für das Ticket muss dann aber sein, damit es hinterher 0 Euro kostet, dass du sowohl in 3 ostdeutschen und in 3 westdeutschen Bundesländern warst zum Beispiel. Sowas ist dabei rausgekommen. Und das ist was, das wird dann in der Community nochmal aufgegriffen und gesagt, ja, finde ich voll cool, möchte ich gerne haben, so ein Ticket. Sowas ist was, was wirklich funktioniert. Mhm. Also umso dichter das dran ist sozusagen an der eigenen Lebenswirklichkeit, an den eigenen Biografien vielleicht auch, desto eher interessiert es die Menschen auch. Ich würde an der Stelle gerne mal einen Cut machen, nochmal zu Ina gehen und zwar auf den Punkt der IG Metall nochmal zurückkommen. Wir haben ja eben in der Studie von Rainer auch gesehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung davon ist, ob es in diesem Land gerecht zugeht oder nicht. Und das ist ja auch ein Punkt, der natürlich in der IG Metall quasi in der DNA natürlich liegt. Und ein Ziel der Otto-Brenner-Stiftung ist natürlich auch, sich mit der Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen, mit der Rolle von Gewerkschaften, aber auch zum Beispiel mit arbeits- und sozialpolitischen Instrumenten. Mich würde mal interessieren, wie du es in der IG Metall in Chemnitz empfindest, als schwierig, auch neue Leute für eure Arbeit zu begeistern, auch zu integrieren in die IG Metall. Oder werden euch die Türen eingerannt und wo würdest du sagen, naja, mit diesen Themen, mit diesen Debatten können wir Leute dann aber doch für unsere Ziele, auch für eine Mitgliedschaft vielleicht auch erwärmen? Also ich empfinde es jetzt schwer, zumal ich ja auch immer mal Erfahrungsberichte aus dem Westen dann habe von der IG Metall, Beispiel Ortsjugendausschuss, also ich bin ja eher in der Jugend aktiv. Ortsjugendausschuss im Westen läuft so, dass es ein Wahlverfahren gibt für die Leute, die dorthin kommen dürfen. Dann besteht meinetwegen Beispiel jetzt, also gesponnen in Dortmund, der Ortsjugendausschuss aus 50, 60 Leuten, die dann halt ihre Sitzungen machen und ist halt so eine Runde wie hier schon was Öffentlicheres. Und bei uns ist es halt so, bei uns gibt es gar keine Wahl. Wir sind froh, wenn jemand kommt. Und wir versuchen händeringend Leute zu bekommen und die irgendwie zu animieren, irgendwie versuchen auf einer Schiene abzuholen, auf einer, was immer ganz gut geht bei Jugend, ist halt eben irgendwie das Gefühl rüberbringen, was man selbst dabei hat, die eigene Motivation, warum bin ich dabei, was hat mich überhaupt dazu gebracht. Ich sag mal, bei Firmen, ich komme ja von VW, da ist es halt normal, da steckt die IG Metall drin. Dort haben wir einen starken Betriebsrat, eine starke Jugend- und Auszubildendenvertretung und die kümmern sich. Das hat man in anderen Betrieben wiederum nicht und beziehungsweise nicht mal ein Betriebsrat oder irgendwie eine IG Metall-Vertretung vor Ort, sodass dort kein Berührungspunkt besteht und da kommen die Leute auch nicht mal auf die Idee, zur Gewerkschaft zu gehen. Und also es ist schon schwierig. Und dieses Bewusstsein, dass man für gute Bedingungen kämpfen muss, ist einfach, also
Das sehe ich nicht. Weil das war auch so ein bisschen mein Eindruck, als ich in Sachsen gearbeitet habe, dass natürlich die Lohnhöhen wirklich fürchterlich sind, dass halt aber auch die Tarifbindung der Betriebe mit dem in Westdeutschland überhaupt nicht zu vergleichen ist. Und dass ich es mit als eine Ursache dafür gesehen habe, dass auch dieses Gefühl des so Alleingelassenseins, des Nichtvertretenseins, des abgehängt sein, so wenn ich dieses Wort nicht mag, dann natürlich nochmal verstärkt. Und ich würde halt gerne konstruktiv nochmal fragen, wie geht man daran? Wie würdest du da gerne rangehen, wenn du mal einen Tag quasi so, quasi Chefredakteurin wärst, mal einen Tag so schalten könntest, wie du möchtest? Wenn ich einen Tag schalten könnte, wie ich möchte? Ich würde erstmal das Thema Gewerkschaften wieder in die Schulen bringen, in das Bildungssystem rein. Also, ja, wir machen ja, also ich bin selber auch Berufsschulteamerin, leider noch nicht im Einsatz gewesen, weil ich jetzt arbeite gerade, aber es gibt so wenige Berufsschulen, die überhaupt dieses Angebot wahrnehmen und bereit sind, mit einer Gewerkschaft zusammenzuarbeiten. Das ist erschreckend. Wir haben vielleicht in Chemnitz 2 oder 3. 3 Schulen, die mit uns zusammenarbeiten, wo wir überhaupt reingehen dürfen als Gewerkschafter. Und diese kleine Runde, das sind also 2 Unterrichtsstunden, wo dann halt ein bisschen was zur Gewerkschaft, zum Arbeitsvertrag und so weiter. Also so Dinge, die eigentlich jeden interessieren müssten, weil es geht um das eigene Arbeitsverhältnis. Das ist überhaupt nicht präsent. Also totales Problem. Und ich glaube, dort ist der Angriffspunkt, weil ich merke, bei VW... Der erste Kontaktpunkt ist das Kennenlernwochenende von uns. Da kommen die Azubis, die kannten sich vorher nicht, die haben dort ein geiles Erlebnis, wir gehen dort zusammen Wildwasser fahren, Rafting da irgendwie mit Booten und fetzt denen und dann kommen die in die IG Metall und denken sich, jo, mach ich mit. Ne, cooles System, die helfen mir, das sind coole Dudes. Läuft. Und das ist wirklich das, dieser erste Kontaktpunkt muss so früh wie möglich sein. Und überhaupt, um zu sensibilisieren, wofür gibt es denn das? Wofür brauchen wir das? Und dass wir das brauchen, das ist halt überhaupt nicht präsent. Ich würde gerne an dieser Stelle einen kleinen Punkt machen, damit die Zeit für Thorsten Faas nicht zu knapp wird und die Abschlussfrage einläuten. Und nochmal eine der Thesen aus dem Fazit aufgreifen von Rainer. Da hieß es dann nicht nur, wir müssen auf die Couch, sondern es hieß dann auch noch, die deutsche Einheit ist noch nicht vollendet, wir werden noch lange damit zu tun haben. Und jetzt weiß ich nicht so genau, ist das eine Feststellung, ist das vielleicht eine Drohung? Wenn man jetzt auf den Titel nochmal schaut, Nachwendegeneration zwischen Hoffen und Bangen. Rainer, was überwiegt da bei dir, Hoffen oder Bangen und warum? Also individuell, ich habe jetzt ja nicht alle Ergebnisse zeigen können, ob der Kürze und auch um niemanden zu sehr zu langweilen. Individuell ist ja die Mehrheit der jungen Leute optimistisch, also auf jeden Fall hier mal hoffen. Was diese Bangensache angeht, ist tatsächlich, dass es natürlich auch sein kann, dass man hier in so eine Art Spirale reinkommt, in eine Abwärtsspirale von Politikverdrossenheit, von dann auch immer schlechterer Erreichbarkeit der Leute für einen politischen Diskurs und auch für, ich sag mal, demokratische Parteien. Und ich sag mal, gesamtgesellschaftlich sehe ich hier tatsächlich, ich will jetzt hier niemandem drohen, sehe ich tatsächlich eher Probleme, also was jetzt so das gesellschaftliche Klima zum Teil angeht. Individuell geht es der Mehrheit ja, schaut die Mehrheit optimistisch in ihr Leben und das ist auch ganz wunderbar so. Also so, ich habe das jetzt als leicht optimistische Antwort gewertet, mit Abers. Man müsste halt was tun. Also und ich bin da auch ein bisschen bei dem Punkt Bildung dabei, jetzt nicht nur Gewerkschaften, sondern im Grunde politische Bildung. Wir haben im Osten, das folgt jetzt nicht unmittelbar aus dieser Studie, wir haben eine Zivilgesellschaft, die natürlich nach 1990 neu aufgebaut werden musste oder sich aufgebaut hat. Wir haben aber gleichzeitig weniger zivilgesellschaftliches Engagement
in Organisationen, auch der IG Metall. Die Parteien suchen händeringend Kandidaten für Kommunalwahlen. Die kriegen ihre Listen nicht voll und füllen dann mit Parteilosen auf. Es ist tatsächlich auch nicht nur ein Zuckerschlecken, immer Kommunalpolitik zu machen. Ich glaube, da muss man ran. Wie funktioniert Demokratie? Das ist kein reines Ostphänomen, das ist im Westen auch relativ schrecklich. Was ist eine Erst- und Zweitstimme? Was wähle ich da überhaupt? Was ist Demokratie? Ist undemokratisch, wenn nicht gemacht wird, was ich will. Wie gesagt, nicht nur ein Ostphänomen, aber es hapert da tatsächlich ganz deutlich, wie wir in unserer anderen Forschung auch sehen. Und da müsste man ran und dann kann das auch ganz allgemein positiv werden. Annika, wie ist es denn bei dir zwischen Hoffen und Bangen? Und wenn jetzt Rainer sagt, man müsste da mal was tun oder irgendjemand müsste mal was tun, was ist denn da deiner Ansicht nach das Wichtigste, was du tun kannst oder was generell jetzt auf dem Zettel steht? Also ich glaube, als Fridays for Future stehen wir sehr oft vor dieser Frage, was muss jetzt eigentlich getan werden? Und auch als Bewegung und insbesondere habe ich das Gefühl, in den ostdeutschen Bundesländern stellen wir uns viel mehr in diese Richtung auf. Wir müssen ganz viele Kämpfe verbinden. Wir müssen uns neu orientieren. Was bedeutet Klimaschutz für uns? Was wollen wir erreichen? Was bedeutet vor allem Klimagerechtigkeit für uns? Wir orientieren uns gerade sehr stark am Thema Klimagerechtigkeit und sind eben der Überzeugung, dass mit Klimaschutzmaßnahmen jetzt gerade auch Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit, für mehr soziale Gerechtigkeit, für mehr globale Gerechtigkeit getroffen werden müssen, damit wir zum Beispiel diese Debatten wieder neu besetzen können, damit wir hoffnungsvoller in die Zukunft blicken können. Denn wir haben es bei den meisten Unterschieden gesehen, die Probleme sind da, wo es ein Gefühl von Ungleichheit gibt, wo es ein Gefühl von Ungerechtigkeit gibt. Die Klimakrise wird dazu beitragen, dass es mehr Ungerechtigkeiten, mehr Ungleichheiten gibt. Das heißt, wenn wir das verhindern wollen, dann ist es jetzt für uns die Chance, die Debatte in die Richtung zu lenken, wie können wir Klimaschutz und Gerechtigkeit verbinden und wie können wir so vielleicht auch wieder Lücken zwischen Ost und West schließen, anstatt das wieder aufzureißen. Ja, herzlichen Dank. Marieke, hoffen oder bangen, halb voll, halb leer das Glas und was wirst du tun? Also ich mag volle Gläser und eben bei mir, ich bin Grundoptimist, ich bin immer pro Hoffen sozusagen und ich glaube, ich spreche ja jetzt vor allen Dingen für die Medienberichterstattung, in diesem Jahr hat sich tatsächlich schon gezeigt, dass Themen auch unabhängig von Landtagswahlen oder neben Landtagswahlen viel mehr stattfinden können und ich hoffe, dass das nicht dieser Jubiläumseffekt war, sondern dass tatsächlich, das merke ich zumindest in meiner Arbeit, dass es viele Reaktionen gab auf den Kommentar, den ich dort gemacht habe, viele auch öffentlich-rechtliche Medien sich dafür interessiert haben, wie können sie sich vielleicht anders aufstellen oder wie können sie in ihrer Berichterstattung was anders machen. Da ist schon auf alle Fälle ein Wandel da. Ansonsten, ich finde, dass man vielleicht auch darüber nachdenken könnte, das Wahlalter runterzusetzen, weil wir gerade wir haben eine sehr politische Jugend, nicht nur Fridays for Future, sondern vielerorts engagieren sich viele sehr junge Menschen tatsächlich dafür. Und diesen vielleicht noch mal mehr Gehör zu geben, indem man vielleicht auch darüber nachdenkt, das Wahlalter runterzusetzen, wäre eine Sache, die man überlegen könnte, die vielleicht auch zu einem anderen politischen Bild führt, vielleicht. Ja, herzlichen Dank. Ina, du machst ja schon sehr viel. Wie ist dein Eindruck? Hoffen, bangen und wo ist so vielleicht so für dich der nächste Fokuspunkt, den du anstreben wirst? Ja, hoffen. Also ich allein konnte schon viel erreichen und ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, können wir noch viel, viel mehr erreichen und wünsche mir dort auch einfach Ost und West Unterstützung, also dieses gegenseitige aus dem Dreck ziehen und helfen, unter die Arme greifen, das vermisse ich. Und die Solidarität, was ja eigentlich, genau, wenn wir über das, DNA reden. Das, was wir immer schön sagen, IG Metall, Solidarität und so. Und die will ich einfach mal sehen. Punkt. Okay, um es jetzt noch ganz praktisch zu machen, was würdest du da gerne... Ja, lass doch einfach mal Veranstaltungen im Osten machen. Scheiß auf die Infrastruktur und dass es vielleicht mal nicht so gut klappt, da muss man sich vorher 1-2 Gedanken mehr machen, aber man kann mal was Positives im Osten sehen. Man kann mal die Leute stärken, die für das Gute sind, die ja noch in der Mehrheit sind und lass es halt nicht kippen lassen. Also wir sind gerade kurz davor, dass es kippt und dass die andere Seite die Mehrheit wird. Also
müssen wir jetzt was dagegen tun. Also auch in den Betrieben kippen? In den Betrieben, in der Öffentlichkeit, seien es irgendwelche schönen Veranstaltungen, Feste, alles trägt dazu bei, dass die Leute sich besser fühlen und unterstützt. Ja. Also ein klarer Appell von Ina Reber, herzlichen Dank. Applaus